So, da haben wir auch mal kurz zwischengespeichert. Dann geht es direkt weiter. Ich lasse euch natürlich an allem teilhaben. Ich möchte hier ungern was rausschneiden, weil hier kann man echt viel kommentieren, viel machen. So, pass auf. Das wird erstmal alles noch am Anfang mit der Hand gefüllt hier mit Kohle. Die Kohle hole ich auch gleich, die muss ich aber erstmal füllen lassen. Ah, komm, ich hole sie gleich. Ich hole sie mir mal gleich. Ich möchte nämlich gleich anfangen, bei der Kohle jetzt diese Briketts da zu machen. Ja? Das soll gleich mal Ziel Nummer Uno sein, dass ich mal diese Briketts mache und die dann benutze. Das wäre der erste Schritt, was die Oki angeht. So, hier ist alles okay soweit. Wir machen mal jeweils einen halben Stack rein. Langt es? Ja, nicht ganz. Das ist halt das Geile, wenn du da eine bessere Kohle hast, ja. Man weiß ja, es gehen maximal ein 100er Stack hier in diese Vorrichtung. Und wenn du eben eine bessere Qualität hast, dann brauchst du nicht mehr so oft nachzufüllen. Etwas, das länger hält, ja. So. Das ist der geniale Gedanke dabei. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, das Problem mit dem Strommast, ne? Weil ich das nicht. Ah, ja. Deswegen war die Geschichte mit diesem ein bisschen auseinanderbauen. Nee, pass auf, dann mache ich es anders. Dann mache ich es ganz anders. Bei mir ist es schon ein bisschen. Ich finde es schon ein bisschen doof, wenn da dieser Steinhaufen im Weg ist. Ich hätte es gerne in einer freien Fläche. Ich glaube, ich lege sogar lieber nach oben. So, mal kurz umbauen. Direkt umbauen in der ersten Aufnahme. Ja, da freuen sich die Leute immer. So, und zwar. Wir legen. Nee, komm, wir legen es nach unten. Langt alles schon, was ich habe? Dann könnte ich das eigentlich gleich abbauen. Ja, komm. So, genau. Passt schon. Oh, hier. Das möchte ich gar nicht, wenn da irgendwas rumliegt. Oh, das mag ich überhaupt nicht. Weder privat noch im Spiel. So. Das gibt jetzt die Eisenproduktion, die erste. Und zwar, zack, eins freilassen, hups. Zack, eins freilassen, hups. Zack, vier Stück will ich haben. Das war nämlich, ich habe beim ersten Versuch habe ich nur, ich glaube, vier gehabt insgesamt und das war way too wenig. Wirklich viel zu wenig. So, einen richtig schönen Aufbau. Ihr wisst ja, wenn ihr mich schon beobachtet habt, ich stehe voll auf. Jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Ich habe die ganze Zeit Synchronisation im Kopf, aber das ist das falsche Wort. Ich stehe voll auf Symmetrie. Dankeschön. Bei mir muss alles links und rechts und oben unten gleich sein. Ja, es ist so. Das sind Vorlieben, die man halt im Leben hat. Chaotisch mag ich es überhaupt nicht. Also was sowas jetzt angeht. Eigentlich bin ich ein Chaot, ja, deswegen widerspricht sich das auch, aber in dem Fall nicht. Oh, Strommaster brauchen wir noch. Könnte ein bisschen eng werden. So. Wie können wir jetzt hier am besten ran? Es ist doof. Es ist wieder nur oben. Ich will nicht so viel Strommasten verwenden. Das sieht immer so hässlich aus. Ja, komm, machen wir hier ein. Machen wir hier ein. Mit maximaler Distanz. Ja, das sieht wenigstens einigermaßen symmetrisch aus. Dass ich wenigstens diese Vorliebe befriedigt habe. So, aber so. Dann setzen wir mal. Das ist wieder. Also, das ist. Es passt nicht, wenn es passen soll. Das ist unglaublich. So, pass auf. Okay. Ja, ich verzweifle echt. So, pass auf. So, jetzt werden zumindest mal Eisenplatten hergestellt. Muss ich die denn gleich abführen? Ich meine, jedes von diesen Teilen beherbergt ja maximal 100. Und wie setze ich jetzt an mit meiner Truhenkonstellation? Weil das Ganze wird ja ein bisschen länger hier noch. Dann würde ich gerne. Ich will auf jeden Fall am Anfang erstmal Platz benutzen. Wenn ich auch eventuell zu viel Platz eventuell benutze. Das kann echt sein. Und ich muss gleich in die Forschung reingehen, sonst kann ich nicht weitermachen. Dann müssen wir gleich den ersten Zweig machen. So, pass auf. Jetzt haben wir Holz für Strommasten. Da können wir gleich mal ein paar herstellen. So. Und dann würde ich gerne den ganzen Krempel gleich rausführen. Das würde ich schon gern machen. So.
hier lang. Jetzt ist die Frage. Lassen wir das direkt zusammenkommen? Oder mache ich direkt ein bisschen Platz? Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Dann benutze es doch. Achso, ja. Ich habe aber keine... Muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Kannst auch mal ein paar machen. Die Eisenkisten werden jetzt erstmal vorrangig das erste sein, was ich benutze. So, und dann geht's weiter. Lass mal noch ein bisschen Platz. Pass mal auf, wie viel Platz müsste ich denn machen? So, eins. Warte mal, nee. Also, hier würde ich eins setzen. Dann hat man eins frei. Dann würde ich eins, zwei, hier würde ich eins setzen. Dann hat man eins frei. Eins, zwei, hier würde ich eins setzen. Das heißt, genau da, wo das gerade endet, kann es runtergehen. Für Notfall eins später. So, pass auf. Nee, nee, nee. Was machst du denn? Crispy, hau nicht so oft auf den Knopf. So, pass auf. und dann die mittlere Linie würde ich gerne fortführen hier. So funktioniert es doch einwandfrei. Super. Genau, das ist der Deal. Und jetzt habe ich hier am Ende praktisch eine Straße, wo, pass auf, das Zeug gesammelt wird in mehrere Kisten. Einmal hoch, einmal runter und einmal nach links. Und wenn es sich staut, vielleicht sogar noch nach rechts, wie wäre das? Könnte ich eigentlich das wegmachen? Warte mal. Ja, und wenn es sich dann noch staut nach rechts für meine eigene, das ist eine geile Idee, für meinen eigenen Bedarf. So, da kriegt ihr Strom, volle Kanne. Das ist sehr geil. Dann kriegt ihr jeweils eine Kiste. Dann staut sich das auch nie. Und aus diesen Kisten geht es dann, wie gesagt, raus. Ja? So ist der Plan. Genau, finde ich geil. So, ich brauche ein paar Ärmchen. Machen wir alle. Dann kann ich mal direkt das Eisen hier einsammeln. So, dann haben wir auch mal ein bisschen Eisen jetzt im Gepäck, Gott sei Dank. Dann kannst du mal noch ein paar Dinger hier machen. Ein paar Ärmchen machen. Oh, ich hätte die Ärmchen zuerst machen sollen. Okay, passt schon. Jetzt haben wir wieder dieses Stromproblem. Ha! Und jetzt? Nee, es funktioniert leider nicht. Ich habe die großen Ärmchen noch nicht. Es gibt nämlich Cursed... Hier, diese Cursed-Teile, diese Cursed-Inserter. Ich habe mir die Cursed-PI noch dazu runtergeladen. Damit kann man die Inserter einstellen. Das ist episch genial. Aber hier macht es leider keinen Sinn, weil... Doch, macht es. Macht es aber hier unten nicht, gell? Macht es nicht. Ich muss mit den Strommasten noch ein bisschen mehr hantieren. Nee, dann mach es auf reguläre Art und Weise. Also, raus, 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 raus. Machen wir jetzt erstmal regulär. Das können wir alles nachher, wenn wir mal eine neue Station aufbauen, können wir da ein bisschen umbauen. Das direkt dann so benutzen. So, jetzt möchte ich gern, dass es trotzdem einigermaßen gleichwertig ist. So, passt. Und genau dasselbe bitte hier auch. Ja, ich brauche es ja nur für hier. Das passt. So. Jawohl, das sieht doch schön aus, oder? Also, wenn ich mir vorstelle, da habe ich echt katastrophale Teile teilweise gehabt. So, jetzt würde ich den Strommast gerne hier außen... Das ist natürlich jetzt super. Das ist ja super. Also, ironisch gemeint. Dass das jetzt gerade mal wieder überhaupt nicht passt. Also, müssen wir halt zwei setzen. Nee, das ist schon außen. Genau, so ist es doch mal wieder. Dass es passt. Sehr gut. Dann macht mal die Boxen voll. Ach so. Warte mal. Die setzen ja nur nach außen. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Ja. Die kommen ja nicht hinterher. Vier Ärmchen können nicht so schnell wie acht. Das ist klar, logisch, ne? Was machen wir denn da? Da müsste ich jetzt im Prinzip umbauen. Da müsste aber von außen kommen, ne? Ich habe noch keine Splitter. Oder ich generiere Splittern, dann setze ich das danach um. Mit Splittern. Ja, ist vielleicht die clevere Idee. Jetzt lassen wir es erstmal so. Die kommen ja doch relativ gut hinterher. Der nimmt halt nur von der einen Seite. Dann müsste ich dasselbe nochmal für die andere Seite machen, ne?
Versuft mache ich auch. So. Und dann kommt's, dann passt's. Okay, dann ist alles okay. Gut, 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 gut. Kommando zurück. So, ich kriege Eisen. Ist das geil oder ist das geil? Kann ich mich hier erstmal bedienen. Sehr cool. Wir machen auf jeden Fall noch Ärmchen. Und wir machen noch mehr Fließbänder nebenbei. Ich gehe nämlich jetzt erstmal Kohle holen und versorge erstmal alles. Und ich hole mir auch noch Kupfer gleich. Oh, hier ist alles Stillstand. So. Ich hoffe, dass alles noch lang genug läuft. Müsste. Ja, denk schon. Ich kann das ja auch mal im großen Überblick im Auge behalten. So, läuft hier noch alles kohletechnisch? Ist alles gut? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, da kann man vielleicht ein bisschen was reinpacken. Nehmen wir so ein halbes Deck dann rein. Das wird ja auch bald elektrizitiert. Da brauche ich ja nicht mehr so viel Kohle investieren. So, wie sieht's aus? Steine laufen auch. Wunderbar. Gib mir mal so ein bisschen was, dass ich ein bisschen was im Inventar habe. Ich habe übrigens auch hier inventarmäßig eine Mod installiert, um das Ganze zu erweitern. Die Modliste werde ich übrigens auch unten in die Beschreibung jedes Mal reinposten. Ich mache ja da immer so einen Vordruck im Prinzip, den ich überall mit reinfüge. So, also, der Abtransport vom Eisen funktioniert. Da könnt ihr sogar noch, wie gesagt, 4 von den Teilen dazu packen. So, Eisen läuft. Hier können wir schon Strom sparen. Wunderbar, so muss es sein. Das heißt, wir haben schon vorgesorgt für die nächste Stufe. Okidoki, dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit, an die Forschung zu gehen. Und jetzt kommt der gewisse Kniff bei der Geschichte. Die Forschung hätte ich gerne hier oben. Ich würde sagen, die kann man hier oben machen. Da muss ich das Kupfer von dort holen. Machen wir kurz den Stein hier weg. Der steht doch ein bisschen arg blöd im Weg. Ich will, das kann teilweise wirklich ein bisschen länger dauern mit verschiedenen Ideen. Wie war denn das für die Forschung? Da brauche ich dann die Packs. Wo waren die hier? Und da brauche ich Kupferplatten und Eisenzahnrad. Ja, da brauche ich schon die Kupferplatten. Jo. Das heißt, wir müssen Kupfer direkt jetzt nach oben schaffen. Und auch hier werde ich es wieder so machen. Wie beim Eisen. Also, erstmal elektrische Förderer. Da machen wir mal 6 Stück. Genau, 6. Dann brauche ich auch dementsprechend 6 Öfen wieder. Ich habe 4 Stück, habe ich noch. Ne, nicht 6, ich brauche dann 12. Ne, 6. 6. Wie komme ich auf 12? Machen wir noch 2 Öfen dazu. Brauche ich Ärmchen, habe ich ein paar. Genau. Da kann ich aber gleich noch ein paar produzieren nebenbei. Und jo, passt. So. Wie sieht's aus? Wo sind meine Förderer? Nicht da. Okay, kein Problem. Du kannst schon mal weg nach oben. Das brauche ich alles noch. Okay, cool. Also, wir machen schon mal den Aufbau. Und zwar nach unten. Dasselbe wie beim Eisen, nur nach unten. Oder noch nach links. Oder nach oben. Es gibt verschiedene Wege. Na, schauen wir mal. Also, ich würde sagen, ich habe genug. Alles mal bitte zu mir. Dankeschön. Und nichts hier liegen lassen, bitte. Das ist nicht schön. Wir machen es nach unten. Komm. Wir sind eh gerade unten. Dann bleiben wir auch mal dabei. So. Weißt du, wie ich es mache? Nee, ist doof. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist das Geile bei dem Spiel. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du was aufbauen kannst. Meine Idee war jetzt gerade, ich mache 2 Lanes Kupfer. Eine geht nach links, also mit dem Rohmaterial. Eine geht nach rechts und dann führe ich einfach die Kupferplatten aus der Mitte raus. Ich glaube, so war es auch ursprünglich immer gedacht. Na, jetzt machen wir es halt so rum. Egal. So, jetzt holen wir erstmal das Kupfer hier ab. Dann können wir das eigentlich direkt hier verarbeiten, würde ich sagen. Dann können wir das direkt hier in die Öfen reinpacken. Eins. Eins leer. Zack. Eins leer. Zack. Ich würde sagen, 6 ist vollkommen ausreichend für Kupfer am Anfang. So, und dann hier rein. Dann holen sich die Ärmchen das Kupfer ab. Da hole ich auch gleich Kohle, damit ich die Dinger voll machen kann, wenn ich jetzt sogar noch genug im Inventar habe. So, und dann gehen bitte die Kupferplatten raus. Dann machen wir dasselbe System wie beim Eisen, wie gesagt.
So, ich finde, es sieht einfach nur geil aus, oder? Das ist, ich weiß nicht, das ist für mich Kunst, ohne Witz. Wenn was so geil aussieht. Soll ich gleich mehr machen? Nee, nicht übertreiben. So. Das passt. Wir lassen aber ein bisschen Platz. Wie sieht's denn aus? Wir haben genug Platz, alles gut, ja. So, dann kommt das hier zusammen. Genau, geil. Das ist so genial. Ich kann es euch echt empfehlen, Leute. Das Spiel ist nicht teuer und es bringt euch so wahnsinnig viele Stunden Spielspaß. Und ihr könnt vor allen Dingen auch alles ganz anders machen. Ja, ihr müsst hier gar nichts so machen, wie ich es mache. Ihr könnt eure eigenen Ideen freien Lauf lassen. Ja, also. Hatte ich das? Wie hatte ich denn das? Hä? Ja, ich mach's so. Wie hatte ich denn das jetzt mal ohne Witz? So. Das sind praktisch meine Zwischenstationen. Da werde ich die Boxen auch nachher erweitern. Übrigens, Boxen. Hier. Nee, das sind die Module. Warte mal, wo sind die Boxen? Ich muss euch die Boxen kurz zeigen, Leute. Wo sind die Boxen? Hier müssten sie sein, genau. Pass auf, die kleinste Box, Durotal-Chest, ja. Aufnahmekapazität 60 Plätze. So. Die normale Box, die ich jetzt aktuell habe, die Eisenkiste, hat 32. Ja. Jetzt ganz cool. Achtung. Eisenkiste 32. Kleinste Box, Durotal-Chest 60. Geht hoch auf 100. Auf 140. Auf 220. Und das sind jetzt komische Boxen, das weiß ich nicht. 70. Aber ey. 120 oder 140. 220 ist das Maximum bei den normalen Boxen. 220. Und wir haben bei den Eisenkisten ein Volumen von maximal 32. Ja, also das ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt angezeigt werden kann. Von der Größe her, dieses Inventar. Das ist ja Wahnsinn. 220 Plätze. Alter Falter, das nimmt das ganze Ding ein nachher. Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier die Kohle rein. Da können wir direkt diese 6 Stacks verteilen. Ey. Dann brauche ich hier erstmal nichts zu machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und als nächstes mache ich dann erstmal diese. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich diese Kohleteile machen? Diese Kohlestapel, die ja mehr bringen als diese Teile? Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich das erstmal so mache. Oh, hier kann ich noch Kohle abholen. Das ist sehr gut. Dann kann ich die Öfen oben voll machen. Ja, für den Anfang ist es, glaube ich, echt nicht schlecht. Weil, warte mal, wie kann ich denn das Kabel hier herführen? Für den Anfang ist es nicht schlecht, weil. Crispy, was wolltest du denn sagen? Sag doch einfach mal, was du so gerade an Gedanken hast. Für den Anfang ist es nicht schlecht. Weil es einfach noch zu lang dauert, bis ich alles herstellen kann bei den Yoki-Sachen. Genau. So konzentriert im Strommast legen. Gell? Ich will gucken, dass ich hier hinten ein bisschen bleibe, dass ich da vorne nicht schon alles zubaue. Im Gewellt. Wobei es vielleicht auch ein bisschen ungeschickt ist. Weil ich den Wald ja nachher niedermetzeln will mit Kanonen. Gut, da kann ich eine neue Linie legen, meine Güte, im Notfall. So, pass auf, da kommen wir von hinten. Ich komme ja gern von hinten. So, okay, passt schon. So, und dann kommen wir hier mitten rein. Machen wir direkt hier mitten rein. Das hier. Und machen das hier. So, und dann ist das alles wieder einigermaßen. Nee, 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 das ist nicht synchron. Der steht hier, mein Freund. Genau. Jetzt ist wieder alles einigermaßen gleichmäßig. Super. Oh, hier unten fehlt. Das ist ganz wichtig. Müsste eigentlich so. Ernsthaft? Wieso? Wieso? Hä? Habe ich das anders da gebaut? Ich das wüsste jetzt mal ehrlich. Okay. Ja, ist doch okay. Das ist, also es gibt schlimmere Sachen im Leben, oder? Okay. Also, dann würde ich sagen, wir machen das mal mit den Kohle. Oh, geht das überhaupt schon? Warte mal, da brauche ich eine Pressmaschine. Pressmaschine. Pass auf. Pressmaschine ist hier und das braucht. Montagemaschine, Stahlträger. So, Montagemaschine muss ich erstmal erforschen. Genau, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir an die Forschung gehen. Ich habe ja jetzt meinen Kupfer.
in ein paar verschiedenen Boxen. Es ist echt doof hier gerade. So, pass auf. Wir machen auch gleich mal Lampen, ey. Wo sind denn die Lampen? Warte mal, hier gibt es doch so schöne Lampen irgendwo da, genau. Diese kleinen Lampen. Die benutzen wir mal. So, und jetzt können wir hergehen. Nehmen wir von dieser Kiste und führen das nach oben ab in die Forschung. Sollen wir das so machen? Das könnte man so machen. Pass auf, ich möchte auch noch ein paar Fließbänder. Ich habe zu wenig Eisen. Ne? Sieht's aus. Was fehlt mir? Kupfer oder Eisen? Eisen fehlt mir. Okay, alles gut. Ich will es jetzt nicht unbedingt hässlich machen hier, gell? Also mein Gedanke ist jetzt, aus dieser Truhe zum Beispiel den Krempel rauszunehmen. Ich habe noch keine Untergrundbelts. Scheibenkleister. Ich nehme es von hier, egal. Den Strommast versetzen oder weiß nicht. Er sieht eh doof aus, gell? Warte mal. Pass mal auf, pass mal auf. Wir machen das schön synchron. Zack. Zack. Und genauso hier, dass alles schön Strom kriegt. So, jetzt kriegst du auch Strom. Genau, so sollte es sein. So, und dann nehmen wir das. Lass uns das mal volllaufen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Sollen wir. Nee, pass auf. Es gibt übrigens noch eine andere Methode. Ich habe ja immer so gemacht, dass ich Kupfer auf beiden Seiten ablaufen lassen, dass ich dann eine Kupferschiene hatte. Wollen wir ja gar nicht, ja. Was ist das für ein Geräusch? Irgendjemand niest hier? Meine Katze. Ach Gott, ich habe die Tür offen gelassen, ja. Okay, pass auf. Nee, und zwar. Die sollen sich Kupfer auf der einen Seite nehmen und das Produkt dann auf die andere Seite legen und dann kann man das Fließband weiterlaufen lassen. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Da gibt es ganz tolle Ideen, was das angeht. So, vielleicht mache ich die Forschung auch einfach nur hierher. Wie wäre denn das? Weil hier liegt ja eh schon Strom. Da müsste ich einfach nur die Bäume hier ein bisschen weghauen. Dann bräuchte ich gar nicht alles nach oben zu verlegen. Da könnte ich oben was anderes bauen. So, also dann könnte man doch hier so eine kleine Forschungsstation aufbauen. Gut, am Anfang brauche ich ja noch nicht so viel. Ne, machen wir. Das ist cool. Das langt auch vollkommen. Dann führen wir das Ding direkt nach oben ab. Am besten so wenig Platz wie möglich benutzen, gell? So, zeig mal. Ja, ist zwar jetzt ein bisschen doof, gell? Aber im Endeffekt ist es genau richtig. Und zwar, weißt du was? Ich will jetzt das Eisen auf die andere Seite direkt legen. Und dann hole ich mir von dieser Kiste. Aha. Pass auf, jetzt kann ich euch zeigen. Das ist das perfekte Timing, wo ich jetzt keinen Strommast setzen will, um euch zu zeigen, wie diese Cursed Inserter funktionieren. Die kommen mal hoch hier. Und ich will endlich ein bisschen Licht. Das machen wir aber bei Nächtens dann nochmal gescheit. So, aber so, die Curse Inserter. Und zwar, jetzt kann ich den hier unten reinsetzen, weil hier unten Strom ist. Von rechts nach links. Zack. Sag ihm, er soll jetzt von rechts oben nach oben links setzen. Accept. Ja, und jetzt setzt er von oben rechts nach oben links. Sehr geil. Also man ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen. Man muss es hier hinbauen. Und dann musste da noch einen Strommast hinsetzen, zum Beispiel. Natürlich auch mit allen anderen. Das funktioniert natürlich auch mit allen anderen Geschichten. So, wir gehen ein bisschen rüber, damit ich Platz habe für noch weitere Sachen. Nee, das wird jetzt nichts, was ich da gerade mache. Nee, 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 das ist anders geplant gewesen. Halt, halt, halt. Kommando zurück, Kommando zurück, Kommando zurück, zurück, zurück. Ich bin mal gespannt, ob das alles so aufgeht, wie ich das vorhabe. Irgendwie sehe ich gerade ein bisschen Scheitern in der Luft hängen. Also, auf jeden Fall sieht es nachher sehr lustig aus. Pass mal auf. So. So, Eisen kommt jetzt hier drauf und Kupfer kommt hier drauf. Genau. Oh, nee, nee, nee. Halt, ich brauche ja erstmal Zahnräder. Exakt. Warte mal. Ich kann das noch gar nicht automatisieren, weil ich brauche ja erstmal die Maschinen, um überhaupt Zahnräder herstellen zu können. Das ist ja doof. Ach, herrje. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die manuell herstellen. Das ist ein Quatsch.
Ja, okay, alles klar. Dann machst du noch ein Labor, dann holen wir mal ein bisschen Eisen ab. Ich brauche dringend Eisen. Na, hat eben den Vorteil mit den Kisten, selbst wenn jetzt mal eine Linie voll ist, weil, keine Ahnung, ich gerade keinen Bock auf Forschung habe oder ähnliches, selbst dann wird hier weiter produziert. Ja, und ich kann das Eisen am Ende dann für irgendwas anderes benutzen. Ich kann es auch immer wieder umleiten. Ja, also ich bin ja darauf angewiesen, selbst wenn ich nachher umbauen will oder so, ich muss ja nicht hier eine Kiste komplett plündern, sondern ich lasse dann einfach leer räumen, fertig aus. Guck mal, wieso nimmt der sich jetzt nichts? Guck mal, der nimmt nichts. Was ist mit dem los? Dann kommst du da runter, mein Freund. Wenn du dich jetzt doof anstellst. Warum ist mein Sound weg? Hat jemand eine Ahnung, warum mein Sound weg ist? Test. 1, 2, 3, 4. Ladies and Gentlemen, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Irgendwas ist gecrashed. Ich habe keinen Sound mehr, ich weiß nicht warum. Ja, 26 Minuten ist okay für eine Aufnahme. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich check das mal kurz ab und sag bis, warte mal. Bis gleich. Ne, keine Ahnung. Muss checken.